Ach haben stimmt, wir. du hast ja auch gesagt. Darf ich die ankündigen? Ich weiß sie schon. Nein, ja, du darfst hier gar nichts. Nein. Bevor du ankündigst, Iro, ich verabschiede mich, ich muss nämlich weg. Ja, mach's gut. Ciao. Power. Tschüss, Power. Tschüss. Ciao, Power. Tschüss. So. Also, zum einen ein kleines Boden-Pokémon in Gebiet 1, das hatte ich schon angekündigt. Das Besondere an diesem Pokémon ist, es hat eine von uns kreierte zusätzliche alternative Entwicklung. Das ist was Neues. Aha. Alternative ist das. Ja, das ist eine Alternative. Ich hab mich schon darüber gewundert, was das darstellen soll. Dein ehemaliger Gildenmeister hat es übrigens gespritet. Ja, das kam mir wirklich bekannt vor. Ja. Irgendwo im Spreiter-Archiv schon mal gesehen hätte. So, das andere Pokémon, was es so gibt, es ist dasselbe wie das, was es auch im Pixel gibt, gibt es in G4 und zwar auf einer der kleinen Inseln und ich sag nicht welche. Aha, gut. Ja. So, ansonsten gibt es noch ein viertes Pokémon. Es ist ein Psycho-Pokémon und jetzt ratet mal, auf welcher Map es ist. Geisterturm. Na dran, welche Ebene? Oh, New-Ebene? Richtig. Ach so. Also die oberste. Ja. Die sowieso immer besetzt ist. Okay. Genau, die sowieso immer besetzt ist. Und dieses Pokémon kann man nur mit speziellen Ködern anlocken. Und jetzt kommt's. Wie kriegt ihr diese speziellen Köder? Auf Iruini.de. Nein, also auf Iruini.de verkaufe ich wirklich nur Iruini-Pokémon. Okay. Mitnahme. Mitnahme, ja, da kriegst du die normalen Köder. Irgendwann kriegst du das hin, aber momentan ist in der Mitnahme noch nicht drin. Mit irgendeinem Antiköder. Nein, ihr kriegt in erster Linie den Köder heute von mir. Und zwar 10 Stück an die Top 10 Gilden des momentanen Wettbewerbs. Oh. Top 10. Wie viele Gilden haben Sie mittlerweile dabei? Das ist... Ich glaube nicht. Lass mich doch mal ausreden. Das ist auf Platz 1. Ich kopiere das nachher auch noch ins Feature Sport rein. Die Hunter mit einer Punktezahl von 2,3148. Ich glaube, das spare ich mir. Auf Platz 2 Team Nachtschatten, gefolgt von Wächter Arceus, der Milchmafia und, was mich sehr überrascht hat, die haben richtig aufgeholt, Gefallene Engel, oh. Adlerschwing, yes. Panzerfaust, das Flüchtlingslager, oh. Alpollo und Freunde und, ich sag mal, echt in der letzten Sekunde reingerutscht, denn vor, als wir mit dem Turnier begonnen haben, waren sie noch nicht in den Top 10 drin, die Sif. Dunkle Macht ist stark. Darf man erfahren, wer sonst noch alles mitmacht? Ja, wenn du mich ausreden lässt, erzähle ich dir alles. Okay, Entschuldigung. Ansonsten leider auf den Plätzen 11 bis 14 The Fire Rocks, die durch die Sifs jetzt wirklich in den letzten Sekunden rausgerutscht, rausgekickt wurden. Die Adleraugen, Furry Paws und die Skyper. Ui, Skyper hört man auch mal wieder. Oh ja, Skyper hört man auch mal wieder mit ein. So. Und das heißt, nach dem Event gibt es die Köder nicht mehr irgendwie. Lass mich doch erstmal jetzt zu Ende reden. Nach dem Event kannst du mit Mitnahme bla bla, aber diese 10 Hyperköder bleiben jetzt erstmal die einzige Möglichkeit, das zu kriegen. Das heißt, wenn Iro nicht wieder eine Hürde eingebaut hätte. Denn jede dieser Top 10 Gilden. Also, Hunter, Nachtschatten, Wächter, Arceus, Milchmafia, Gefallene Engel, Adlerschwing, Panzerfaust, Flüchtlingslager, Alpollo, Freunde und Sif haben die Möglichkeit, ihre 10 Hyperköder an eine beliebige bzw. an eine andere Gilde abzugeben, als es bei der ersten Hürde der Fall war. Alle 10 Hyperköder. Wenn sie das machen, bleiben Sie weiter im Wettbewerb, ansonsten haben Sie am Ende keine Chance mehr, den Sieg davon zu tragen. Sie würden weiter bei der nächsten Auswertung dabei sein, aber nicht mehr als Sieger die Gilde. Als Gegenleistung von mir würde diese Gilde, die ihre Köder abgegeben hat, 50 andere Köder bekommen. Das sind Mini-Köder für das gleiche Pokémon mit 10% Auftauchrate. Diese 50 Köder könnten sie behalten.
Das ist die Hürde. Das kommt nachher auch noch ins Pichu's Board. Ich weiß nicht, Dragonfly, hast du jetzt eigentlich mitgeschrieben? Oder soll ich das machen? Dragon ist nicht da. Ach so, ist ja schon weg. Hat mich. Der war noch gar nicht da, glaube ich. Ach, dachte, ach doch. War... Doch. Ich meine doch. Da war er. Ich habe mit ihm geredet. War da. Na gut, dann muss ich das machen. Ganz am Anfang. Dann muss ich das machen. Aichan, das heißt komplett raus aus dem Event. Das heißt, bei der nächsten Hürde, die es nächste Woche Freitag gibt, wäre die Gilde nicht mehr dabei. Und auch bei den Siegerpreisen. Dafür hätten sie halt 10 Hyperköder und eine Chance, das Pokémon zu fangen, die, ich sag mal, viel höher ist als mit den Mini-Ködern. Das machen wir. Das würde man theoretisch mit den Mini-Ködern 5 Stück bekommen, wenn man das jetzt mal. Ja. Wenn man der Wahrscheinlichkeit glauben kann. Ach ja. Was auch noch zu erwähnen ist, dass es halt eine andere Gilde sein muss. Das hatte ich schon erwähnt. Was jetzt allerdings noch dazu kommt, wir haben eine einzige Gilde, die hat, ich sag mal, zu meiner Überraschung, und ich fand das auch sehr toll, an 2 Gilden beim letzten Event Sachen abgegeben. Also ich persönlich fand das eine super Sache. Allerdings muss ich jetzt leider sagen, dass die nächsten Items an keine der beiden Gilden abgegeben werden dürfen. Weil sonst könnte ich ja sagen, sucht euch aus an welchen von dem, und das wäre, ja, das ist, es ist halt blöd, aber so muss ich das jetzt leider machen. Das waren in dem Fall die Hunter. Sie haben an Strawheads Gilde gegeben und an die gefallenen Engel, was ich sehr toll fand, obwohl die gefallenen Engel gehen ja eh nicht mehr, weil die haben jetzt ja schon eigene Items bekommen. Peggy, dein Mikro. Aichan, du bekommst... Also ich schreibe ziemlich langsam und leise an. Ja. Franksi, in welcher Gilde bist du? Iro im TS fragt Sogi, ob er ankaufen darf. Ankaufen? Oder, also so wie ich die Frage verstanden habe, ja. Lies einfach vor. Im TS. Lies die Frage vor. Wenn eine Gilde an mich, Klammern Huntern, zum Beispiel einen Hyperköter verkaufen möchte, dann ist komplett für Huntern ausgeschlossen vom Sieg? Fragezeichen. Nochmal. Nochmal bitte. Langsam. Und wenn eine Gilde an mich, Klammern Hunter, ein Hyperköder verkauft möchte, Fragezeichen, dann ist komplett TH ausgeschlossen vom Sieg, Fragezeichen. Warte mal, also quasi, lass mich das mal so zusammenfassen. Ihr gebt die Köder jetzt einer Gilde ab. Nehmen wir, welche nehmen wir denn? Hier Terry Fail, genau, an Terry Fail, Fairy Tail, genau. und Fairy Tail kommt jetzt auf dich zu, Sogi, und bietet dir einen Köder an für 100.000 Poke und du würdest den kaufen. So ist die Frage zu verstehen? Zu Twangs Frage, also Wächter Arceus darf natürlich an Strawheads Gilde die Köder abgeben. Das ist erlaubt. Wie gesagt, es darf nur nicht die gleiche Konstellation sein wie beim ersten Wettbewerb. Das kommt... Sogi sagt genau. Ja genau, das ist Ero. Das ist okay, das ist dann außerhalb des Wettbewerbs. Die Gilde hat ihre Bestimmung erfüllt und die andere Gilde kann damit ja machen, was sie will. Die kann die Köder verkaufen, das ist ihr Eigentum. Sie müssen sie ja nicht benutzen. Ja, aber was dann? Man könnte ja theoretisch eine Gilde kurz die 10 Köder bekommen und alle 10 Köder wieder zurückgeschaffen. Das würde ich im Endeffekt überprüfen. Und wäre es nicht mal witzig eigentlich, diese ganzen Tode mal angezeigt zu lassen, wie es in 2 Wochen aussieht, wie oft wir alle gestorben sind? Aber nicht in der Sidebar, komm. Nee, dass die Sidebar aber ausgeschaltet ist für die Wochen. Er kann kommt, trotzdem gezählt werden, ne? Du kannst doch quasi, guck mal, oben gucken, da siehst du doch die Kills insgesamt, seit ich angefangen habe aufzuzeichnen. Also mit Tab. Die Zahl da, das sind die Tode. Ja.
Das ist doch. Oh. Ja. Au. War das nicht die Kills? Also, nee, das waren die Tode. Also Kills habe ich schon über 1000, also weit über 1000. Das sind die Tode. Ich meine, ich habe ja 16. So viele Monster töte ich in einer halben Stunde. Also ich werde da natürlich, wir Admins haben natürlich einen kompletten Überblick über den Item-Transfer der einzelnen Gilden. Und wir werden da natürlich auch ein Auge drauf halten, dass jetzt keine Gilde sagt, ja, wir geben die Köder ab und wir bekommen sie dann hinterher wieder. Ich meine, das werden wir natürlich auch nur einen bestimmten Zeitrahmen machen, was jetzt so in 3 Monaten ist. Da wird kein Hahn mehr nach Krähen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendjemanden sage, dass er so cheaten kann, aber... Wichtig ist nur, die 10 Köder sind erstmal weg. Und vielleicht legt ja auch der eine oder andere im Mew-Turm mal den Köder aus. Jedenfalls sind das geschenkte Gratis-Köder nach dem Turnier, nach dem Livestream in 10 Minuten wird es dann auch von mir die Sachen geben. Es lohnt sich jetzt auch gar nicht mehr mit irgendwas anzufangen. Aber ich kann zumindest meine Items wieder anziehen. Sonst noch Fragen? Lädst du es heute Abend noch hoch dann? Was lade ich hoch? Ich verteile den Livestream gleich, den muss ich ja nicht hochladen. Den muss ich wird automatisch hochgeladen. Ja, den muss ich ja nur verteilen. Weil ich würde wirklich mal zu gerne wissen, was ihr hier geredet habt in der Zeit. Oh, nichts Gutes über dich. Ja, deswegen will ich es wissen. Ah. Erzwerge, ich weiß, es war jetzt nicht die schönste Art, aber es war eine effiziente Art für mich. Eine noobhafte Art, ja. Ja, bei dem ganzen Lex und du kommst mit dem Bogen an und hast mich in 2 Sekunden getötet. Also, Noob gilt in weiten Teilen des Internets als Beleidigung und ich bitte doch zum Schutz der Freundlichkeit in dieser Community diesen Ausdruck nicht auf Case anzuwenden. Oder Jira, wie er im TS. Oder Kase. Oder Kase. Also darum bitte ich schon. Kase, also, ich hab den Namen gehört. Kase, nicht Cabo. Von daher einfach Cabo, bist du von mir Pia? Bisschen auf den Umgangston doch achten auch. Ich habe gesagt, dass eine noobhafte Haltung ist. Ja, aber es ist nicht wirklich nett ausgedrückt. Ich meine, es ist eine Art zu spielen und auch zu gewinnen. Er hätte gewonnen, hätte ich vielleicht nicht das Feuerwerk über ihn gemacht oder ihn den Witter auf den Hals gehetzt oder ach, was habe ich alles mit ihm gemacht. Ich glaube, dir habe ich auch mal einen Creeper auf den Kopf geworfen, Zwergi. Keine Ahnung. Doch, du warst da in so einer, du warst in meiner Röhre drin und hast da immer so mit dem Kopf rüber geguckt und da ist dann Skelett gespawnt und hat dich so angegriffen und da kam so das Gerücht auf, ich hätte das da gespawnt. Ich habe gesagt, nö, das war ich nicht. Wenn ich was spawn, dann sieht das so aus. Platsch. Und das war, glaube ich, ein Zombie. Ein Zombie war nicht bei mir in der Röhre drin. Wie viel Feuerwerk hast du eigentlich da verschossen über mir? Feuerwerk? Ich weiß nicht, wie viel ich verschossen habe. Ich habe ja im Creative Inventory unendlich davon. Ach so, stimmt ja. Also quasi, ich kann ein Feuerwerk so oft verwenden, wie ich es will. Schön für dich. Und Zwergi, nächstes Mal verspreche ich dir, aktiver mitzumachen. Bitte. Wollte halt nur einmal testen, weil Iro die ganze Zeit sagte, dass man sich hier eigentlich so schön verstecken kann in dem Spiel. Ja, deshalb habe ich das Zeug ja auch gebaut, sonst hätte ich einfach eine flache Arena bauen können. Ja, deswegen habe ich das einmal jetzt getestet. Das Tolle war, als Zwergi in diesem Bunker war, hat er uns die ganze Zeit abgeschossen und ich dachte mir nur, wo kommen die ganzen Pfeile her? Er hat auch immer so ganz, ganz kurz drüber geguckt. Da habe ich irgendwann seinen Kopf erwischt. Nee. Ja, das war auch lustig. Ich sag mal, ich hoffe ja, dass wir in 14 Tagen wieder die andere Arena spielen können. Dort ist dann ja Aktivität gefordert. Wer da AFK rumsteht, schadet ja der Gruppe. Ja, weil man ja da Rohstoffe braucht, wenn es nicht um Kills geht. Oder Tode. Ja. Und ich sag mal, ich würde mir ja wünschen, dass diese Hunger Games Map auch dann wirklich, ich sag mal,
wenigstens, dass die Leute sich so verstecken, dass das Spiel durchaus eine Stunde dauert.